So, und jetzt bin ich auch wieder zurück. Ich weiß nur jetzt schon gar nicht mehr, was ich gerade noch gemacht habe. Upsala. Achso, deswegen kommen wir nicht weg. Ja, und die Zeit schien trotzdem weiterzulaufen gerade. Wie ich jetzt erstmal sehe. Egal, ich hoffe, wir finden jetzt hier noch die restlichen Saplings. Ich weiß nämlich nicht, wo wir gerade waren. Wir schon haben, da liegt auf jeden Fall noch einer. Da vorne scheint auch noch welche zu sein. So, ich hoffe, das waren jetzt alle Saplings. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich schätze aber mal, ja. Gut, die können wir jetzt eigentlich auch schon mal hier wieder aussetzen. So, und jetzt noch die gesamten normalen Saplings hinterher. Noch eins so viel. So, mehr Saplings haben wir vorher erst auch mal nicht, aber das sollte erstmal reichen. So, jetzt haben wir genug Holz. Upsala. Hallo? Wo kommt ihr denn hier, ihr Vollidioten? Hallo? Wo spawnen die? Ich habe nämlich keine Ahnung. Hier hängt doch überall eine Fackel. Setzen einfach hier mitten im Raum, setzen wir auch nochmal welche rein. Ich glaube, das ist nämlich das Problem, dass es hier mittendrin nicht zu hell ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass uns so und überhaupt wahrscheinlich der Fall zu sein. Puh, die sitzen da noch alle. Ich hätte jetzt keine Lust gehabt, die wieder nach hier oben zu buxieren. Ich glaube, hier sollten wir auch nochmal Fackeln reinsetzen, mittendrin. Ansonsten haben wir das Problem wie hier unten, dass sie auf einmal noch trotzdem noch spawnen. So, hier haben wir schon mal nichts mehr drin. Hier haben wir auch nichts drin. Auch nicht wirklich. Nein, da wollte ich gleich nicht hoch zur Workbench. So, jetzt haben wir mehr als genügend Wood. Jetzt haben wir mehr als genügend Stickies. Und da haben wir nur 1,20. Na gut, müsste aber eigentlich auch schon reichen. Ja, man merkt, ich bin gerade wieder etwas unsinnig. Jetzt müsste das... Na, das passt sowieso nicht mehr. Dann nehmen wir die Stickies hier einfach mal mit. Wir müssen jetzt genügend Fences haben. Und hauen uns erstmal wieder oben aufs Ohr mit unserer Zombie-Hand, die wir jetzt auch gleich erstmal an die Hundis verfüttern werden. Ich selbst möchte das zwar nicht essen, aber den Hundis können wir es ja geben. So, der hatte nämlich noch Hunger. Weil die Hundis kann man ja damit auch wieder heilen. Ich fühle mich irgendwie gerade beobachtet. Egal, weiter geht's. So, sind wir durch. Ich hoffe, ich bin nämlich gerade auf dem Dingsschwanz gesprungen. So. Ja. Achso, ich wollte die Fenster draußen anbringen. Ja, ich erinnere mich. Dafür hatten wir auch eigentlich nur alles geholt. So. Ein Streifen daneben. So, das könnten jetzt hoffentlich mal genug Fenster sein. An dem müssen wir definitiv doch die Erde wegmachen, ansonsten springen wir uns trotzdem da drüber. Aber eigentlich müsste das dann auch schon alles soweit hier okay sein. Dann müssten wir die Anlage schon fast in Betrieb nehmen können. Ach, hier fehlen Fence-Gates. Die habe ich natürlich nicht gemacht. Auf das Feld werden wir, glaube ich, noch das ein oder andere Mal drauf müssen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Upsala. Habe ich natürlich falsch gesetzt. Egal, den nehmen wir jetzt trotzdem mit. Wir müssen ja hier nichts verschwenden. Ich glaube, der Berg, der muss hier noch weichen. Also er passt hier überhaupt nicht hin. Ja, ich weiß, es gibt eine schöne Terraforming-Partie, aber anders geht's ja halt nicht. Weil über den Berg springen die einfach drüber. Und das wäre nicht so schön, wenn das Feld hier nämlich voll Weizen ist, dann ist das schon gar nicht so wenig. Das reicht auf jeden Fall aus, uns einige Brote zu bescheren.
Ich habe jetzt keine Lust, dass sie uns jedes Mal echt alles zertrampeln. Daher werde ich jetzt das Ganze hier einfach mal eben. So, das ist jetzt eingezäunt. Hier springen wir jetzt rüber. So, und jetzt hier einfach erstmal einen runter. Machen wir erstmal hier den Bereich. Fehlt auch noch eine Beleuchtung auf dem Feld. Die müssen wir auch noch anbringen. So, wir können logischerweise hier noch rüberspringen. Aber... muss natürlich auch ein bisschen Natürlichkeit hier noch haben. So, vielleicht dann hier Ecke mal so ein Stück rein. So. Das finde ich, sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Sieht zumindest ein bisschen natürlich aus. Und nicht nach Massaker dritten Grades, hoffe ich. So. Okay, jetzt sieht es sehr viel zu regelmäßig aus hier. Mein Gott. Ja, ich weiß, aber ich lege gerne auf Natürlichkeit hier noch etwas Wert in Minecraft. Na, es sieht auch dann so regelmäßig gewollt aus. Dann machen wir so. So ist okay. So, dann muss das hier noch weg. Und hier die Ecke, die können wir eigentlich auch mal so. Und jetzt scheint das Ganze doch hier erstmal richtig zu sein. So kann man das, glaube ich, erstmal lassen. Natürlich kann man jetzt hier auch noch rüber springen, aber zumindest die meisten Tiere sollten da jetzt nicht drüber springen. So, und jetzt müssen wir irgendwie den Berg hier weghauen. Ich weiß, das ist eigentlich eine blöde Arbeit für ein Let's Play. Aber es muss halt sein. So. Bisschen Terraforming kann ja sowieso mal nicht schaden hier. Wir brauchen sowieso die Erde später noch. Weil wir haben ja jetzt auch noch keine geraden Felder für die Tiere. Die brauchen natürlich auch noch Platz. Deswegen werden wir uns jetzt hier einfach mal durch den Berg kurzerhand durchbuddeln. Wenn wir denn eine neue Schaufel haben. Und dann werden wir erstmal, glaube ich, alles aus dem Inventar rauspacken, bis auf was zu futtern und schaufeln. Ich weiß nicht, ob ich für die Terraforming-Folgen auch nochmal in den Cheater-Modus wechseln soll oder ob ich das erstmal so lassen soll. Das weiß ich gerade überhaupt nicht. Ich weiß ja auch nicht, was ihr euch lieber wünscht, dass wir jetzt tatsächlich jedes Mal pennen gehen und es damit um einiges länger dauern wird. Oder ob wir, wie gesagt, hier das Ganze etwas beschleunigen sollen. Wisst ihr was? Ich werde das Ganze jetzt einfach mal auf Beschleunigen setzen aktuell. Da es hier aktuell auch gar nicht so viele Zuschauer gibt, ist es gar nicht ja mal so schlimm. Und ich glaube, die, die gerade zuschauen, die werden, glaube ich, nichts dagegen haben, wenn es etwas schneller geht mit dem Berg abbauen. Dann schalten wir hier doch nochmal in den Cheater-Modus, in den Baumodus. Und werden zumindest den Berg hier etwas anpassen mit dem Baumodus. Und ansonsten, wie gesagt, dauert das halt Ewigkeiten. Wir werden danach auch sowieso wieder anstellen, wenn es denn spätestens nämlich auf die Weltentdeckung zugeht. Aber vorher will ich hier wenigstens eine vernünftige Farm hinterlassen. Die auch vielleicht etwas größer ist und die sie auf der Karte auch wiederfinden können. Bevor wir uns doch nochmal irgendwie verlaufen. So, zack, 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 zack. Ja, das ist jetzt nicht besonders spannend hier wieder, ich weiß, aber es muss halt gemacht werden. Ansonsten haben wir das Problem, dass uns die Tiere, wie gesagt, hier alle rüberspringen. Und das wollen wir ja natürlich verhindern. Zack, 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 zack. Ja, und wie gesagt, ich habe mal wieder kein einziges Gesprächsthema vorbereitet, ne? Ist, weil ich eigentlich auch gar nicht vorhatte, Terraforming zu machen heute. Nein, das wollte ich mir eigentlich auch sparen, aber... na gut, es musste jetzt halt mal sein. Weil das Feld haben wir jetzt soweit fertiggestellt. Das können wir auch, wenn wir da hinten die Leitern gebaut haben, eigentlich auch schon komplett in Betrieb nehmen. Deswegen spätestens muss der Berg auch hier weichen. Weil das passt einfach so gar nicht mehr. So, aber ich versuche mich auch so schnell wie möglich zu beeilen. Ich weiß echt nicht, worüber ich reden könnte. Ich könnte jetzt mit euch über die anderen Let's Plays reden. Was ich übrigens gerade während dieser Aufnahme hier veröffentlicht habe. Und zwar Portal 2 und Monkey Island. Habe ich gerade echt während dieser Aufnahme gerade beide veröffentlicht auf Facebook. Und auch so freigeschaltet. Ich weiß nur nicht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Gerade ist nämlich die Playlist scheinbar nicht freigeschaltet worden. Das ist irgendwie ein Fehler von seitens YouTube.
Und ich hoffe mal, dass es sich aber noch ändert, dass es tatsächlich nur irgendwie ein provisorischer Fehler ist. Seit wann sind zwar Fehler provisorisch, ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, die werden später auch auf meinem Kanal angezeigt. Weil aktuell ist da nur die Minecraft-Playlist. Und da würde ich doch gerne auch noch die anderen beiden Playlists zur Verfügung stehen haben. Jetzt muss nur noch der Stein weg, das Ganze begrünt werden. Dann sind wir auch größtenteils schon fertig. So. Der Berg dahinter, den können wir ja eigentlich zum Hügel anpassen. Das sollte ja kein Problem sein, damit kenne ich mich mittlerweile aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprengfälle ich jetzt mittlerweile schon repariert habe wieder. Und das Terrain passend angepasst habe, dass man es nicht mehr erkennt. Weil selbst in meiner Let's Show-Welt musste ich Hand anlegen. Weil ich da keine Ahnung, wie viele Bugs hatte. Ich hatte es ja, glaube ich, in meiner ersten Folge erwähnt, dass bei mir öfter dieser komische Fehler ist. Dass dann dort komischerweise auf einmal hier nur noch Steinboden ist und irgendwie Erde fehlt. Und diesen Fehler hatte ich in meiner Let's Show-Welt fast an jeder Stelle. Und das musste ich dann halt alles irgendwie ändern. Dann war ich an jeder Stelle zugange, bin da mit Erde durch die Gegend gerannt und habe alles zugebaut. Mittlerweile fällt es kaum noch auf, dass da kein Gras ist. Aber ansonsten erkennt man tatsächlich nicht mehr, wo das gewesen ist, an welcher Stelle. Und darüber bin ich sehr froh. So und so und so und so. So und so und so und so und so und so und so. Nun gut, wenn wir jetzt gleich hier durch sind, dann ist es eigentlich nur noch den Berg anpassen. Das dauert nicht lange. Dann haben wir hier hinten auch genügend Platz eigentlich, um uns noch eine Zuckerrohrfarm hier hinten hinzubauen. Weil ich überlegt, soll ich die... Ne, auf die andere Seite kommen die Tiere. Vors Haus möchte ich die auch nicht bauen, dann baue ich die einfach mal hier hinter. Sollte ja dann auch kein Problem sein. Dann sieht das Ganze vielleicht auch ordentlich aus. Dann haben wir jetzt schon mal wenigstens unsere Farm komplett dann. Ich hoffe nur, wir haben Gravel. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir Gravel jetzt überhaupt noch hatten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mitgenommen hatte. Ich hoffe, das reicht, weil ich weiß, alleine hier hinten für diesen kleinen Rahmen haben wir 59 gebraucht. Aber zur Not müssen wir halt nochmal runter in die Höhlen. Diesmal schalte ich auch die Monster dann in diesem Falle wieder ein. Weil letztes Mal hatte ich die ja ausgelassen. Das werde ich dieses Mal aber nicht machen. So, und wie man sieht, da hinten das Hühnchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das wollte da gerade drüber flattern. Aber über unseren Zaun kommt es zum Glück nicht drüber. Hm? Achso, wir sind einfach nur zu weit weg gewesen. Und das kommt da zum Glück nicht mehr rüber. Das ist schon mal gut, weil das heißt, dass andere Tiere da auch nicht drüber kommen. Höchstens Spinnen. Und ich hoffe, dass die hier nicht versuchen, da drüber zu gehen und unser ganzes Feld zertrampeln. Dafür werde ich da auch gleich Fackeln anbringen. Nur gerade hatten wir ja keine mehr. Und dafür brauchen wir neue Stickies. Die brauchen wir aber sowieso, weil wir auch noch Leiter brauchen, um den Abfluss jetzt komplett fertigzustellen. Und von daher ist das dann auch kein Problem. So. Jetzt ist die Ecke hier schon mal weg. Jetzt müssen wir hier aber nochmal runter. Das müssen wir nochmal begrünen eben. Dann werde ich, glaube ich, auch schon mal das gesamte Zuckerrohr und die Wassereimer holen. Wobei, die Wassereimer habe ich ja dabei. Das heißt, ich werde gleich noch das Zucker... Nein, ich mache mir noch zwei zusätzliche Eimer. Werde ich auf jeden Fall das Zuckerrohr holen. Sofort, nachdem wir uns gleich pennen gelegt haben, weil es wird jetzt gerade Nacht. Ja, ich weiß, ich habe extra den Cheater-Modus dafür eingestellt, dass wir auch in der Nacht bauen können, aber wir müssen sowieso zum Haus. Und ich weiß nicht genau, wie viel ihr sehen könnt. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Let's Playern sättige ich zwar das Ganze nachher nicht nochmal mit Kontrast oder sowas, damit die Farben besser rauskommen. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum das nicht ganz so perfekt aussieht. Aber ansonsten sieht man tatsächlich so gut wie gar nichts. Ich habe die Whiteness tatsächlich schon auf höchster Stufe stehen. Und deswegen ist das auch an vielen Stellen heller. Deswegen sehe ich auch nicht, wo es noch zu dunkel ist. Manchmal. Das ist nicht gerade immer positiv, aber durch die hohe Whiteness halt könnt ihr mehr sehen. Und ich kann auch in vielen Fällen viel mehr sehen. Upsala. So, das. Das hier zu, das hier zu. So. Dann hoffe ich doch mal, dass die anderen Let's Plays jetzt genauso gut gerne geguckt werden von euch, wie die vorangegangenen. Weil das weiß ich ja natürlich jetzt so überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was euch da so überhaupt gefällt an Let's Plays, was ihr vielleicht auch noch sehen wollen würdet.